Hallo, wie ihr seht, der Tisch ist nicht leer, zwei Pakete stehen drauf und ja, es geht um Pickups. Also erstmal das Intro. Das wollen wir gleich auspacken. Das wird spannend. Ich sage euch das, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Es geht heute nur um ein Thema in den Pickups, um Transformers. Es ist ein mega Transformers Lot. Oder in dem Sinne, also lasst euch auf was ein. Ich bin selbst sehr aufgeregt, denn was da drin ist, das ist mit einer verrückten Geschichte auch verbunden. Und ihr werdet es gleich wahrscheinlich nicht mal glauben, weil ich nicht mal sicher bin, ob das da drin ist. Was ich hoffe, was drin ist, ja, weil das auch alles überschreitet, was ich mir bisher vorstellen konnte. Na gut, wie dem auch sei, wir haben zwei Pakete. Das eine packe ich hier schon mal oben drauf, das werde ich als erstes gleich auspacken. Aber zuvor, ich habe noch zwei andere Sachen von Transformers bekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Als erstes etwas von Amazon, ein ganz normaler, ein Transformers Blaster von Kingdom, aus der War for Cybertron Kingdom Reihe. Das ist eine Neuinterpretation des klassischen, ihr seht, ein geiles Artwork, Kassettenrekorders von aus G1-Zeiten. Absolut cool, gefällt mir wunderbar, ist sehr detailliert, hat auch seinen Kassettenpartner, also eine Kassette dabei. Unterschied zu G1 ist eigentlich nur, dass der noch so, ja, kleine Waffen dabei hatte, so auf dem Rücken, deswegen mache ich diese Geste. die fehlen jetzt hierbei, aber sonst sehr, sehr gut getroffen. Hat mich inklusive Versand 34 Euro gekostet, was sehr günstig war, kam sogar aus UK. Und es gibt auch noch eine andere Auflage, die Legacy-Auflage von dem. Da ist der Inhalt komplett identisch, nur die Verpackung ist halt die Generation danach, denn War of Cybertron, die Serie ist ja vorbei. Somit verschwindet dieses Design und macht Platz mit dem Legacy-Design, was dann erstmal künftig bis eventuell weitere Filme kommen oder wann auch immer. Also erstmal das nächste Design sozusagen eine Zeit lang begleitet. So, das hat mich für 35 Euro erreicht über Amazon. Ganz regulär, eine wunderbare Figur. Ich stehe ein bisschen schräger, damit man ein bisschen das sehen kann. Ja, als G1-Hase musste der sein. Als nächstes auch ein kleiner Zeigendeal, obwohl das sind alles kleine Zeigendeals. Habe ich auch etwas erreicht. Ich habe dafür inklusive Versand 11 Euro bezahlt. Das ist eigentlich etwas, was man in seiner Kindheit hat. Ich habe es jetzt hier in den Schutzfolie gepackt. Und ja, ihr werdet es nicht glauben. Es sind Notizbücher, Schreibbücher mit Transformers Design von 1984. Hier ein Notebook, es ist in Englisch oder England rausgekommen. Somit ist der Text auch in Englisch auf der Rückseite. Hier kann man nochmal sehen, zwei Figuren hervorgehoben, Soundwave und Sideswipe mit so einem Biografietext. Das ist ein ähnlicher Text, wie es auch auf den Transformers Boxen war. Das ist absolut leer, unbeschrieben. Mit Linien und es ist eben halt ein Notebook, einfach ein cooles Artwork. Und ja, sowas konnte man zu fast vielen Serien kaufen, auch in Deutschland. Zu Captain Future würde ich gerne noch mal haben, aber Transformers ist auch schon mal was ganz Besonderes und das für den Preis ist auch wirklich günstig. Ähnlich noch mal ein Exercise-Buch, eigentlich im Endeffekt dasselbe, auch mit Linien, das brauche ich euch dann nicht zeigen, aber auch das gleiche Artwork, etwas größer, nur auf der Rückseite sind Laserbeak und Prime, ebenfalls mit Text, das ist der Unterschied. Auch wahnsinnig toll, tolle Gimmicks in der Sammlung. Passend dazu darf auch der entsprechende Bleistift nicht fehlen. Ich hoffe, das kann man sehen. Er ist schon mal angespitzt worden, er ist nicht mehr die Originallänge. Hier ist das Transformers-Logo zu sehen und hier wahrscheinlich nicht so gut. Ich werde versuchen, dann später nochmal ein Foto einzublenden mit dem Starscream. Wo da wird das schwer werden, dass man das auf ein Foto auch einfängt. Aber ja, das hat mich so erreicht. Und jetzt geht's mit Paket auspacken los. Auch ein kleiner Anzeigendeal, der mich gut, ja, was hat das mich? Ich glaube 15 Euro war der Deal inklusive Versand. Ist auch eine moderne, neuere Figur eines G1-Charakters. Ist auch schon mal ausgepackt gewesen, aber der Preis war eben halt sehr günstig, vor allem weil die auch in der Figur auch in der Box war, die hier
nicht schön eingepackt ist, wie ich sehe, einfach lose reingeschmissen. Ja, ihr seht es, was ich gar nicht schön finde, weil die dadurch zerknickt wurde, richtig reingequetscht. Nee, das sowas ist. Und die Figur ist noch nicht mal richtig verwandelt worden da drin. Die muss ich ja wieder richtig reinstellen, aber ist wohl vollständig. Ein Onslaught. Aber er ist falsch verwandelt und somit ist die Figur natürlich, passt überhaupt nicht richtig rein. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so eine Figur auch gebraucht kaufe. Die Box ist dadurch ein bisschen ausgebeult. Onslaught kann sich mit seinen Partnern in Bruticus verwandeln. Das könnt ihr hier auf der Rückseite sehen. Und ja, die Figur werde ich leider noch mal komplett auseinandernehmen müssen, bevor ich sie euch noch mal in einem Proto dann hinterher präsentiere. Ich möchte versuchen, euch das noch mal näher zu zeigen, aber ich habe beschlossen, dass ich meistens die Fotos ans Ende des Videos hänge, mit genaueren Aufnahmen noch mal, weil sie so mitten rein gestochen sozusagen nicht ganz so passen oder reingeschoben. Oder wenn es passt, mache ich es, aber ansonsten kommen nachher Fotos am Ende. Ja, Onslaught, auch eine meiner ersten G1-Figuren damals, oder was heißt ersten, einer meiner besonderen G1-Figuren, deswegen sollte ich den haben, aber ja, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass der jetzt so falsch da reingepackt ist, das muss korrigiert werden, das muss ich dann also auch ganz vorsichtig machen. Hier ist irgendwo geöffnet worden, ja, hier an der Seite, also die wird nochmal bearbeitet, die Figur. So, auch mal hier hin. Und ja, jetzt kommt dieses Bitte nicht werfen und Danke Paket, das eine besondere Geschichte hat. Es ist von Kleinanzeigen und diese Geschichte ist sehr kurios. Bevor ich das jetzt gleich auspacke und ich hoffe, dass da wirklich Transformers G1-Zeug drin ist, ich hoffe es wirklich, wird sich ja auch gleich zeigen. Vor allem, was es ist, wenn es das ist, was ich in dieser Anzeige gesehen habe, dann ist es der absolute Wahnsinn. Und ich muss sagen, also diese Anzeige, ich blende sie hier mal jetzt gleich ein, oder ein Teil davon, ich habe sie nur noch in der Merkliste gehabt, weil ich das dann nicht gehabt habe. Es ist eine Anzeige gewesen, die auf 2 bezogen war. Den Preis nenne ich mit Absicht nicht, es verzeiht mir bitte, es war ein absolut günstiger Preis. Wenn das wirklich da drin ist, was da drin ist für den Preis, dann ja, den kann ich nicht nennen. Wenn ich ihn nenne, dann ist sehr niedrig gewesen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass der wirklich so ist, weil er wurde niedriger, als ich die Anzeige vermutet habe. Weil ihr seht hier in der Anzeige, es sind 2. Dort steht, dass man, ja, Transformers-Figuren sind da verkauft. Teil 1, Teil 2. Und man kann nur Teil 1 und 2 zusammen kaufen. Und der Preis, der ist jetzt von mir gelöscht worden da aus dem Bild, ist identisch gewesen. Somit habe ich gedacht, okay, ich sag mal so, pro Anzeige als Beispiel 100 Euro. Und dann dachte ich, ob das sind ja vielleicht 200 Euro zusammen. Nein, waren es nicht. Es ist die Anzeige, wird nur zusammen, beide Anzeigen gehören zusammen und sollen nur zusammen verkauft werden. Das war so kurios geschrieben, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, als erstes in dem wirklich gefragt habe. Und ich dachte auch wirklich beide Preise zusammen. Nein, nur ein Preis. Also in dem Sinne wirklich günstig. Und ja, und dann kam das Gespräch und es zögerte sich raus. Es ist da, ich würde es nehmen. Und dann, ja, okay. Es ist aber nur der eine Preis. Okay, mache ich dann, ist gar kein Problem. Und dann erzählte man mir erstmal noch, dass wenn die Figuren, wenn ich sie nicht zusammenbauen kann, dass man mir gern hilft, sie zusammenzubauen. Also Anleitungen sind nicht mehr dabei. Ich dachte, okay, alles klar, ich finde mich schon zurecht. Ich wollte gern bezahlen ja auch. Man, ihr kennt das ja auch. Dann, Mensch, ich würde gern bezahlen. Na, wie machen wir es? Hab dann mit Versand den Preis angeboten. Alles klar, wollte er sofort nehmen. War sehr zufrieden. Nur, ja, wir machen das dann per Überweisung. Auch kein Problem, PayPal oder Überweisung, habe ich auch gar kein Problem mit. Ich schicke Ihnen die Bankdaten zu, per Post. Wie bitte, dachte ich. Per Post, die Bankdaten? Ich meine, das dauert doch ewig. Und wir kommen vielleicht nicht an. Und ich meine, was soll das Spielchen? Aber egal, das habe ich gar nicht hinterfragt. Und da habe ich nur gesagt, komm, ich kann dich oder du kannst mich anrufen, dann gibst du mir die Bankdaten durch. Das geht wesentlich schneller.
Er wollte nicht seine Nummer geben, also habe ich meine Nummer gegeben und er hat mich angerufen und habe ich die Bankdaten bekommen, so ein bisschen gefragt, so ein paar, zwei kleine Fragen. Ich habe nicht hinterfragt, warum das jetzt so läuft oder nicht, er es mir zuschicken wollte. Ich wollte nur wissen, ob es ein Betrüger ist oder nicht. Das muss, weil diese Sache war so, aber so schon so kurios und so unglaublich, dass ich, ja, vor allen Dingen, weil ich weiß, was da angeboten wurde, dass es, ja, naja, wie dem auch sei, wir packen es jetzt gleich aus. Auf jeden Fall habe ich dann überwiesen, per Überweisung. Und nachdem ich ja per Telefon das erfahren habe, wohin es gehen soll, ja, und habe einen Beleg geschickt und inzwischen ist es jetzt hier. Wir packen es aus. Und ich bin gespannt, ob es das ist, was in der Anzeige war. Also, ich hoffe es. So, wollen wir mal gucken, wo geht der Karton am besten auf? Hier ist viel zugeklebt. Keine Ahnung, was für ein Karton. Okay. Das ist so einfach also zum Aufschieben. Oder aufklappen. Nur nach vorne auf. Ich möchte hier auch vorsichtig sein. Ich habe keine Ahnung. Sie sind verpackt. Da ist noch ein zweiter Karton drin. Also hier ist erstmal Verpackungsmaterial, da ist nichts. Weg damit. Da ist auch nichts. Ist jetzt noch ein zweiter Karton drin. Es wird ja spannend. Es wird spannend, Leute. Karton im Karton. Hier ist jetzt noch Verpackungsmaterial, aber jetzt nichts vom Belang. Weg. Spannend. Ist es das? Bin ich betrogen worden? Dann werdet ihr gleich ein kurzes Video haben. Ich werde das wirklich zeigen. Wenn es hier Ziegelsteine sind oder sonst was, dann würde ich euch auch den echten Preis nennen, über den ich betrogen wurde. Aber nein, ich bin nicht betrogen worden. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich bin total... Wie mache ich das? Ich hole meinen Stuhl kurz hier ran. Ja. Entschuldigung, wenn das quietscht. Ich stelle das hier hin und ruhe die Sachen raus. Den Anfang macht kein echter Transformer. Da ist jetzt was abgefallen. Er ist auch dreckig. Oder ist was runtergefallen. Ein so ein Roboter. Das ist, glaube ich, von Simba Toys. Oder sowas gewesen. Das ist jetzt kein echter. So ein Panzer. Hat man aber auch schon seltener. Auch nicht schlecht. Dann, es ist bespielt, will ich auch gar nicht bezweifeln. Ein Action Master Fahrzeug von Starscream. Ich weiß, die Figur soll dabei sein. Hier haben wir eine Rakete. Es war mal gelb hier oben. Man merkt, dass es in der Sonne gestanden hat. Dieses Gelb ist total ausgeblichen. Ist mir weiß wieder geworden. Das Fahrzeug dazu habe ich hier. Da sind sogar noch Raketen dran. Ich hatte das auch mal früher. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie das zusammengebaut wird. Ehrlich gesagt. Das habe ich schon seit langem nicht mehr gemacht. Ich glaube, der ist nicht ganz korrekt. Hier wird, glaube ich, gedreht. Genau, der wird gedreht. Das wird dann wieder so gemacht, die Figuren. Okay, wir wollen es ein bisschen machen. Und da gehört dann die Rakete drauf. Das ist auch mir so ein aus der Jeep. Tut's fast schon die Tutzeit. Nicht. Schlecht. Oh,
Gut, das Ding ist wohl abgebrochen. Hier ist eine Kanone. Und Experten werden wahrscheinlich schon sehen, was das sein könnte. Ja, ich nehme das Teil raus. Seht ihr es? Es ist Overlord. Ich kann nicht sagen, wie heil es ist. Ich sehe, hier ist mit Tesafilm sind die Aufkleber teilweise festgeklebt worden. Er sieht heil aus. Die Nipse sind alle heil gehärtet. Das mit den Aufklebern. Das ist jetzt nicht sehr schön und es ist dreckig. An den Beinen, wo es rangeklickt wird, ist vollständig. Klappen, die sind nicht da, also die MicroMaster. Aber es ist ein Overlord. Er ist bespielt. Wahrscheinlich ist er deswegen auch ein bisschen ausgeleiert. Die Flügel werden wahrscheinlich gerade, hätten die stehen können. Hier geht's weiter. Overlord Panzer, die Beine. Hier sehe ich schon darunter. Also ich habe, es ist der letzte MicroMaster oder PowerMaster, der mir fehlt. Hier ist ein kleiner MicroMaster. MicroMaster. Einfach cool. Das Messer kann ich mal kurz weglegen. Ein Plastiksteg. Hoch, der immer hingehört, das weiß ich nicht. Hier steht jetzt, was steht da was drunter? Da steht auch was drunter. Playmobil! Ein Playmobil Plastiksteg. Wahrscheinlich zum Figuren präsentieren. Hier ist jetzt noch Zubehör. Ich vermute mal, dass das zu Overlord gehört. Hier ist auch ein kleiner blauer Nipsel, von dem ich nicht weiß, ob der irgendwo. Der sieht fast aus, dass es leider von irgendwo ein Teil von Overlord abgebrochen ist. Ich kann es aber nicht sagen. Das ist noch etwas, wo ich rätselhaft bin. Wie auch immer. Ach so, hier haben wir noch einen Action Master. Grimlock. Bespielt. Ich habe ja gesagt, es ist bespielt. Aufkleber sind auch komplett abgenutzt. Hier ist Zubehör. Ich vermute mal, dass das meiste zu gehört. Hier sehe ich, da ist leider abgebrochen bei der Kanone unten der Nüpsel. Ich muss rausfinden, wo das alles reingehört. Hier ist eine große Kanone mit zum Abschießen sogar noch ein. So, hier haben wir auch noch eine Kanone und eine Pistole, die gar nicht daran gehört. Das müsste sogar eine von einem ganz anderen Transformer noch sein. Das könnte zu Grimlock gehören. Oh, hier haben wir einen Starscream. Ja, der ist bespielt. Das Bein war abgefallen, aber der ist wieder, kann ich eben wieder ranklicken. Ist aber locker, also es ist zum Hinstellen vielleicht noch geeignet. Ein Action Master Starscream. Der gehört zu diesem Fahrzeug, was natürlich schwierig ist, weil die Beine so ein bisschen auseinandergezogen werden müssen, damit er sich hinsetzt. Hier ist noch eine kleine Antenne, die müsste zu dem hier gehören und auf einer der Schultern sitzen. Hier sehe ich auch noch die zweite Rakete, die hier hingehört. Es ist alles super staubig. Es muss noch fotografiert, also sauber gemacht werden. Ich muss es natürlich noch auseinandernehmen. Komm, hier geht's weiter. Ein Aerial Bud, Slingshot und Aerial Bud Arrayed. Aufkleber sind auch schon abgenutzt, aber das sind noch wirklich die Originale. Hier fehlt ein Arm. Hier ist ein Arm abgebrochen. Der Arm liegt aber noch hierbei. Somit war er wahrscheinlich hier reingeklemmt, so als
Jet kann er noch benutzt werden. Und hier habe ich auch noch so einen leichten Action Master Scorponok mit so einer Funktion. Da dreht irgendwas, wenn man drauf drückt. Ich weiß nicht, ob dann die Arme sich gedreht hätten. Staub ich ohne Ende. Habe ich aber auch noch nicht. Auch cool. So, was habe ich jetzt hier noch? Ich sehe hier noch eine Sache, eine zum Abschuss und eine Waffe von Arrayed, glaube ich. Der hat ein bisschen breiteren Arm. Hier ist noch eine Rakete, die könnte hier zu dem Action Master gehören. Schmeiße ich hier schon alles um. Also echt Wahnsinn. Hier habe ich auch noch mal eine. Hier ist so ein kleines Fahrzeug. Micromaster, das ist wahrscheinlich ein Fahrzeug, was zu Overlord gehört. Hier hat da jemand die Transformers-Aufkleber untergeklebt. Noch eine Waffe. Und ich sehe gerade hier drin ist der zweite Power Master. So, wir sind die beiden Power Master komplett. Wahnsinn. Klar, hier, das ist kaputt. Und dieses ist kaputt, diese Kanone. Das heißt, das sind zwei Teile, die ich als Ersatz benötigen würde. Das ist doch Wahnsinn. Overlord ist ein so teures Teilchen. Wahnsinn, hier steht zurück sogar die Nummer vom Aufkleber aufgeklebt. Wahnsinn. Und ein bisschen ist noch drin. Hier habe ich noch eine weitere Rakete, die gehört wahrscheinlich auch hierzu. Zudem. Ich vermute mal, dass eine Pistole da auch noch fehlt, aber das ist jetzt nicht ganz so. Hier noch eine Rampe. Und hier ist jetzt noch eine Sache drin. Es kann auch sein, dass diese Waffe zu Onslaught gehört. Onslaught ist auch noch mal hierbei. Würde mir fehlen, leider, die Waffe. Die Figur hatte ich schon mal, aber unvollständig. Der ist auch richtig gut bespielt. Meiner sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus, obwohl er auch bespielt ist. Was bei meinem aber fehlt, ist der Rückentank. Der hat auch gut. Der wird dann hinten hier so eingesetzt. Leider fehlt hier auch das Autobot-Logo, aber für erstmals das Autobot, das Decepticon-Logo. Das würde dann hier so eingeklemmt, damit es ein bisschen mehr nach einem Tank aussieht. Und fürs Flugzeug ist noch sein Heck. Ja, Wahnsinn. Das war in der Box. Die ist jetzt leer. Ja, das ist ein, ja, es ist ein gespielter Lot, aber ein verrückter Lot. Ich hätte nicht damit gerechnet, das so zu bekommen. Ja. Ich bin eigentlich noch sprachlos, weil allein Overlord, klar, er ist gebraucht, bespielt. Ich weiß nicht, wie vollständig er ist, aber er ist sehr vollständig, denke ich. Abgesehen, dass diese Kanone jetzt vielleicht abgebrochen ist, die vielleicht zum Panzer gehört, weil es ist so ein bisschen die Farbe und ich weiß nicht, ob die Waffe jetzt zu ihm gehört oder zu Onslaught. Ich vermute mehr zu Onslaught, denn das ist so ein bisschen eher die Farbe, beziehungsweise hier sehe ich in der Hand der Teil, der Griff, der dazugehört. Das ist dann also leider abgebrochen. Okay, ist halt so, das kann ich vielleicht für mich reparieren, aber oder ich werde ihn auf jeden Fall austauschen müssen, die Waffe. Ja, Wahnsinn. Ich bin baff. Ich werde das nochmal einzeln zeigen, ich werde auch nochmal einzelne Fotos machen, um euch das zu zeigen. Das war's. Sprachlos lasse ich euch zurück. Ich werde noch Fotos einblenden. Ja,
hinterlasst einen Kommentar, was sagt ihr dazu? Ich meine, es war ein seltsamer eBay-Kleinanzeigen-Deal, aber ein wahnsinnig verrückter. Ich bin völlig geflasht und ja, sagt, was ihr dazu denkt. Ja, sagt, was ihr zu den anderen Teilen, was ihr davon haltet. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.